Angelhaken selber bauen, das wäre doch was für Seven vs. Wild. Hallo Leute, hier ist der Rocco und heute zeige ich euch, wie ihr euch aus Naturmaterialien einen Angelhaken bauen könnt. Ja, so sehen die Dinger aus. Das ist eine bestimmte Wickeltechnik. Hinten schön über Kreuz. Was brauchen wir dazu? Ich nehme heute Lindenbast. Wie das geht, seht ihr in einem anderen Video. Könnt ihr zum Beispiel gucken bei mir auf dem Kanal. Lindenbastschnur oder Lindenbogensehne aus Lindenbast drehen. Dann ein bisschen Holz. Knochen. Und Fichtenwurzelschnur. Diesmal will ich eine andere Spitze verwenden. Und zwar habe ich hier vom Weißdorn was abgebrochen. Mal gucken, wie das geht. Das ist sehr spitz und stabil hier vorne. Ja, zuerst werde ich das Holz in Form bringen. So, das Grundgerüst ist fertig. Der ist jetzt ziemlich groß geworden, aber ich will den auch so lassen, weil die Idee dahinter ist nicht, kleine Fische zu fangen. So, als nächstes ist die Fichtenwurzelschnur dran. Die muss man erstmal ein bisschen entrinden. Bis das Weiße hier zu sehen ist. Und dann könnt ihr die hier schön abmachen. Das hier drin wollen wir haben. So, wenn die Fichtenwurzel zu dick ist, dann könnt ihr die gerne nochmal spalten. Einfach hier in der Mitte. Aufdröseln. Und dann kann man die nochmal so halbieren. So, jetzt werden wir hier unseren Stachel noch ein bisschen bearbeiten. Da müssen wir es sehr vorsichtig machen. Ich lege meine Schnur hier so ungefähr parallel. Halte es hier mit dem Daumen fest. Und gehe hier unten einmal rum. Drehe das Ganze. Und führe das hier oben lang. Jetzt wieder hinten rum. Da entsteht hier so ein erstes X. So, und bevor ich jetzt die zweite Wicklung mache, kommt unser Haken schon mit rein. Unser Weißdornhaken. So, jetzt haben wir hier die zweite Wicklung vorne. Jetzt geht es wieder hier hoch. Hier runter. Und hier vorne lang. Dann wieder hoch. Hier rum. Dann wieder runter. Und dann seht ihr schon hinten die ganzen X'e. Und wieder vorne lang. Jetzt sind wir so bis hierher gekommen. So, jetzt muss noch eine Schnur mit dran gemacht werden. Da nehme ich jetzt meine Lindenbastschnur mit dem Knoten, dass der hier nicht verrutschen kann. Und dann binde ich die hier mit ein. So, fertig ist der Angelhaken. Diese Wickeltechnik kommt von den Indianern Nordamerika. Die haben das genauso gemacht. Den hier habe ich aus Knochen gemacht. Knochen findet man ja auch überall. Kann man sich einfach zurechtschleifen am Stein.
Und das andere ist, glaube ich, ein Zahn hier vorne. So, die Hägen, die sind richtig geil geworden. Also mir gefallen die super, die sind mega stabil. Und jetzt habe ich gerade überlegt, das wäre doch was für Seven vs. Wild gewesen. Also zumindest in Schweden hätte das vielleicht sogar funktioniert. Na, echt cool. Vielleicht auch so als Challenge, bau mal einen Angelhaken. So, bei der neuen Staffel, ich würde sogar sagen, da findet man mehr Müll, also menschlichen Müll, als irgendwelche, also naja, guten Naturmaterialien, weiß ich jetzt auch nicht so, was es da genau gibt. Aber wie wäre denn das, wenn man das mal aus Müll baut? Also mit Schnur lässt sich ja auch so eine Wicklung machen. Mit Draht oder was weiß ich hier, kann man so ein, mit einer Blechdose, da kann man bestimmt auch so eine Spitze herstellen. Wäre mal interessant. Also vielleicht macht ja der eine oder andere mal was dazu. Alles klar. Dann vielen Dank und bis bald. Euer Rocco. Ciao.